wie das passieren kann. Weil die Menschen einfach diesen Lügen nicht mehr glauben, könnte man sagen. Man könnte meinen, dass die Menschen genug haben von dem, was womit man uns versucht zu indoktrinieren. Das wäre rein meine Meinung. Aber ich würde sagen, dass wir daran sehen, dass Menschen anders handeln, als Medien das sagen, dass Menschen in Medien anscheinend nicht glauben. Können wir uns da einig sein? Man würde euch immer wieder erzählen, wer die AfD wählt. Man würde euch immer wieder erzählen, was das für unzufriedene Menschen sein müssen. Ungebildetes Pack, richtig? Das wäre das erste Bild, mit dem wir Rechte identifizieren. Und plötzlich ist es so, dass der Landkreis, der von Rechten nur so durchwachsen ist, dass das plötzlich der Wirtschaftsstärkste ist. Da ist anscheinend die Elite Deutschlands. Habe ich nicht gehört, dass das in einem grünen Landkreis so ist. Könnt ihr mich ja vom Gegenteil überzeugen. Aber ich möchte das hier hervorheben, weil das ist eine Sache, die für mich logisch ist. Jeder, der wirklich arbeitet, der kann nur die AfD wählen. Die anderen Parteien haben komplett versagt. Wie sollt ihr als wirklich arbeitstätige Person, wie sollt ihr da jemanden wie Habeck wählen? Jemand, der komplett versagt, wenn er die Insolvenz erklären soll. Jemand, der Gesetze, die er schreiben soll, dann von Wirtschaftsbossen schreiben lässt. Die Leute, die eigentlich, die er einschränken möchte eventuell, die er abschöpfen möchte für Übergewinne, die fragt er nach Tipps, wie er ein Gesetz am besten schreiben kann. Und dann wundert ihr euch, dass die Wirtschaftsstärksten, die Klügsten eines Landes die AfD wählen? Das ist eine gute Frage, frage ich mich auch.